Viertel nach vier, hier ist der Home Run, hier ist Rockantenne Hamburg. Der Rockantenne Hamburg Rock'n'Roll Chefkoch. Ja, wir schenken euch einen Gasgrill von Weber im Wert von über 1000 Euro. Ganz einfach mitmachen, nämlich schön lang Rockantenne Hamburg hören und auf diesen kleinen Song hier achten, den werden wir schön verstecken zwischen zwei normalen Rocksongs. Wenn dieser Song versteckt zwischen zwei Songs läuft, dann anrufen unter der 0800 1068 666. Und als Hamburger habt ihr natürlich erkannt, das ist eigentlich der Originalsong von Ohrenfeind. Die haben uns bei diesem Song ein bisschen unterstützt. Und der Kollege Moritz hat sogar mal im Producer-Studio vorbeischauen dürfen, ne? Rock'n'Roll Chefkoch! War das gut? Ja, alles klar, dann komme ich mal rüber in die Regie, wo hier das Ganze zusammengemixt wird. Und das sieht schon alles sehr, sehr beeindruckend aus, muss man sagen. Also hier das Mischpult, ich würde jetzt mal sagen, 400 Drehknöpfe sind hier dran, so ganz grob geschätzt. Vorne ein ganz großer Computer und dann unglaublich viele Boxen. Allmann, du bist der Produzent von der ganzen Chose. Sag mal, wie war ich? Jetzt mal ganz ehrlich. Moritz, das hast du ganz wunderbar gemacht. Das heißt, der Plattenvertrag, dem steht nichts mehr im Wege. Habe ich hier schon vorbereitet, liegt da vorne, machen wir gleich. Machen wir gleich. Chris Laut, wie ist es denn so, aus dem Rock'n'Roll-Sexgott einen Rock'n'Roll-Chefkoch zu machen? Naja, wir haben das Ding ja ursprünglich mal so 2006 veröffentlicht. Und da triffst du halt nach 14, 15 Jahren so einen alten Bekannten wieder. Und dann gehst du erstmal einen netten Kaffee miteinander trinken. Also gute Zeit. Aber persönlich hat sich da jetzt auch was geändert? Nö, eigentlich nicht. Also aus dem Sexgott ist er Chefkoch geworden. Man sieht es ja auch an der Figur. Ihr seht es ja nicht, ihr hört es ja nur. Aber ja, das ist eigentlich schon die wesentliche Veränderung, glaube ich. Na, du siehst immer noch sehr sportlich aus, muss man sagen. Aber das ist ja nicht das Einzige hier, was du aktuell so produzierst, ne? Nee, tatsächlich sitzen wir gerade eigentlich in diesem Studio am 9. Ohrenfeind-Studioalbum. Heißt übrigens, das Geld liegt auf der Straße. Und steht auch schon fest, wann es kommt. Wenn ihr euch den Termin bitte eintragen wollt, am 30. Oktober. Seid bitte pünktlich. 30. Oktober. Habe ich mir eingetragen. Auch dann werde ich auf jeden Fall noch draußen grillen. Ihr hoffentlich auch mit dem neuen Weber Gasgrill. Hier nochmal die Nummer 0800 1068 666, wenn der Rock'n'Roll Chefkoch bei uns im Radio läuft. Und das kann jederzeit passieren. Rockantenne Hamburg.